Und willkommen zurück bei Let's Play Starbound. Wir haben auf den lieben Dave gewartet. Ich weiß. Okay, toll, ich bin auch Poison. Lass mir ein paar Daten geben, ich hab nicht mehr so viele. Was? Wenn du mir Daten geben kannst. Und ich bin Poison. Scheiß drauf, diesmal schaffen wir es. Kannst du mir jetzt welche geben oder nicht? Was? An da schon. Ja, warte. Das wird's echt toll. Jawohl. Danke. Und dann hätten wir hier nämlich schon den Tempel. Ach Junge, die futzen jetzt sogar dich schon an. Junge, wo sind meine Bandagen? Achso, stimmt, die sind hier unten. Tod. Och, Grind! Alter! Dass du gegen diese Furzviecher nicht klarkommst. Aber gegen 6? Oh, mach du das mal. Ja, ich hab den gerade platt gemacht. Ja, einen, aber nicht 6. Ja, das war doch nur einer, der dir gefolgt ist gerade. Tja. Ich komme ja schon, jetzt dauert nicht mehr so lange, das ist ja erzählt. Dann nehme ich gerade auf, weil du gerade wieder da bist und dann kommt so eine Scheiße. Ich bin tot. Ach Kind, wehe, du stirbst schon. Ach Junge! Verarschen. Geh diesmal mal lieber die andere Seite rum. Nein, ich schaff das jetzt. Mal konzentrieren. Sagen, das dürfte ihr dann jetzt reichen. Ja. Ich spiele währenddessen mal auf meiner Panflöte. Ich bin der Rattenfänger. Hammer, was es hier für ein Lied gibt. Was denn für eins? Kennst du das? Von der Mondlang so. Dam, 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 da, dam. Ja. Das könnten wir zusammenspielen sogar. Thank you.
Bist du schon wieder beim Tempel? Siehst du doch wohl. Stell da unten das Zelt hin. Jetzt aufpassen, ist da alles zugebaut? Ja, da sind keine mehr. Hier, wo ich jetzt stehe, da tu da das Zelt hin. Die Lava unten ist alles zugebaut. Junge, hier, wo wir draufstehen. Okay, komm. Dann können wir jetzt die Tiefen erkunden. Ich habe hier schon ein, das zwei. Das sieht aus wie eine gigantische etwas. Ja, ja. Der Dave trinkt gleich wieder der dreckig. Ich bin auch da. Ist so. Nach rechts gelaufen. Jo. Womit kommt der denn an? Ich bin nach links, ne? Ja, ja, ich bin nach rechts. Ich schnuppe nicht. Ey, Junge, da bin ich schon gleich wieder beschossen. Junge, wie das aussieht, so ein Eingang nach unten, dann steht da so als erstes dann so ein Zelt. Ey, in das etwas kann man leider nicht reingehen. Naja, ich hab ja Bomben. Was sind sie tun? So. Die nehmen wir mal mit. Na, Schnucki. Mal gucken, was hab ich alles bekommen. Red Stim Pack. Burning Coals. Brauche ich nicht. Da haben wir einen Teenage Mutant Ninja Turtle. Also ich werde nichts von dem bekommen. Ich klopp dich in die Wohnung hier rein. So, auf und zu. Ich bin tot. Echt? Ich bin da runtergefallen. Hammer. Na, heute legen wir uns mal ein Zeug, was Starbound betrifft. Sind die tot? Ey, sind die nicht. Jetzt sind sie tot. Ich flieg mal auf einen anderen Planeten. Boost. Ja? Soll ich? Ja. Gut, dann. Bis gleich. Nein, Baum. Oh, Hammer. Okay, nie auf einen anderen Planeten, ich kühl. Mach ich. Ich leg da mal meine Kohle rein. Oder nee, das ist so wenig. Da mache ich mir ein paar Fackeln. So, 101 Fackeln sollten reichen. Mal sehen. Ich würde mal gerne einen Planeten, wo jetzt nicht sowas ist. Vor allem einen großen Planeten vielleicht mal. Ich hab immer wieder einen Alien-Tempel. Hä? Ich hab immer wieder einen Alien-Tempel, da kriegt man wenigstens knallen. So, da geht's gut hin. Ja? Ja. Das Geile an Starbound ist, dass man seine Sachen nicht verliert, wenn man wird, so wie bei Minecraft. Das war auch irgendwie das Witzige an Minecraft, dass man zu der Höhle gestorben bin, weil du und dann immer an. Wieder alles neu holen. Ja, ja. Da ist so eine Mine gefunden haben, die stolz wenn wir waren. Was liegt denn da? Hast du gehört? So, ja, hab ich. Müssen wir auch nochmal an mein Let's Play wieder. Ja, ja. Ich muss aber das Let's Show machen bei Minecraft. Ich stelle mich schon mal auf die Teleportstation. Als werde ich es machen fürs Teleportieren.
gehe nach rechts. Hammer, Krakenplanet. Hässlich. Ich habe wenig Schwerkraft, so muss es. Ja, wenigstens etwas. Vielleicht ganz schlecht, aber ich will nicht durch die Masche laufen. Hier nehme ich mal... Egal, ich bin sicher, dass es hier eine Stadt oder sowas gibt. Junge, im Hintergrund die Gehirne. Ja. Richtig nice. Okay, wirst du da Pilzmelekus geben? Oder eine andere Stadt mal. Eine Menschenstadt habe ich auch noch nicht gesehen. Werde mich wundern, wenn es auf diesem Krakenplaneten... Ich fäll mal jetzt einen der Bäume hier. Einen der Krakenbäume. Man kriegt Holz. Wie nice ist das denn? Wenn man so einen Kraken am Feld kriegt man Holz. Aus der Luft gepickt. Moment, sind das... Das, für die ich sie halte? Nein. Schade. Ich dachte, das wären Plant-Fiber-Bäume hier. Hab ich auch. Sind's aber nicht. Ja. Oh! Hier ist ein Mensch! Ein Mensch! Hier ist ein Menschen! Wenn hier eine Stadt ist, ist das eine Menschenstadt. Meinst du diese mit den Liedern umhängen? Nein, Junge, normaler Mensch! Mit Lederjacke! Ich hab hier diese mit diesen Liedern umhängen. Ich hatte hier gerade jemanden mit diesem Karren, kennst du ja, nur halt ein Mensch. Hier gibt's Menschen! Auf diesem Planeten gibt es Menschen. Nicht so auf den anderen Planeten, wo die Planeten von Vögeln oder Pilzen beherrscht wurden. Das ist ein Mensch, oh. Ist ja so eine scheiß Spezies, aber, oh, Alter, Mensch. Was ist das? Hier ist nur ein Skelett von einem Vogel, was fliegt. Und Spinnen und alles, und Skorpione. Nice. Ach, Diamond Ohr habe ich gefunden. Gut. Was ist denn das hier? Ist das hier ein Tempel? Nice. Nice, hier ist noch ein Mensch. Oh, der Skorpion greift mich an. Na, Kollege? Ja, ich hab einen Tempel oder sowas gefunden. Den Pharaonentempel. Och, ich jag hier gerade einen Menschen. Alter, was ist das? Wir sind überall Kreissägen auf dem Boden. Ja, ja, das... Kennst du das nicht? Den ja. Tempel? Ja, ich hab den Menschen erschossen. Und da ist gleich der Nächste. Und der wurde von Monstern getötet. Ich bin Augenzeuge. Ich bin fast gestorben. Ich bin in so eine Kreissäge gefallen. Warum machst denn du sowas? Junge. Nee. Die sind so unfair. Oh, eine Truhe. In der Truhe sind 5 Diamanten drin. Ich hab 8 bekommen. Was ist das? Jumpsuit Trousers. Jumpsuit Trousers. Die sind witzig, die beide hier, Junge, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie gekürte Scheiße. Ich bin tot. Warum machst denn du sowas? Junge, halt doch die Klappe. Und da meldet sich der Timer. Was, wie wir alle wissen, heißt, dass die Zeit jetzt um ist. Das heißt, ich würde mich von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Starbound. Bis dahin, ciao.